Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur heutigen Pressekonferenz von BVB Freie Wähler. Mit mir heute dabei Robert Soiker, unser Fraktionsgeschäftsführer. Und wie Sie der Einladung entnehmen konnten, haben wir heute Ihnen die Themen oder wollen Ihnen heute die Themen präsentieren. Erstmal einen Antrag, den wir heute eingebracht haben für die nächste Landtagssitzung, nämlich Durchführung von Musterverfahren bei Kommunalabgaben. Damit im Zusammenhang unsere weitere Aktivität im Bereich Erschließungsbeiträge. Also Kommunalabgabengesetz, Überführung von Bundesrecht in Landesrecht. Hierzu eine Informationstour, über die wir informieren wollen. Und dann eine Positionierung, eine fachliche Positionierung zum Thema Atommüllendlager, was ja in Ostprignitz-Ruppin aktuell in Diskussion ist. Und natürlich Ihre sonstigen Fragen zu aktuellen Themen. Aber zunächst das Wichtigste, unser Gesetzesantrag, den wir heute eingereicht haben, nämlich die Änderung des Kommunalabgabengesetzes Brandenburg dahingehend, dass für sämtliche Fälle von Kommunalabgaben die Durchführung von Musterverfahren, Musterklagen ermöglicht wird. Was ist die Bewandtnis dahinter? Wie Sie wissen, ist sowohl bei Erschließungsbeiträgen wie auch früher bei Straßenbaubeiträgen, aber natürlich auch beim Abwasser- und Wasserbeiträgen, sonstiges, was nach Kommunalabgabengesetz abgerechnet wird, immer die Problematik gegeben, dass immer eine riesige Menge von Bürgern betroffen ist, Tausende pro Gemeinde, die dort mit gleichen Bescheiden betroffen sind. Es ist so, dass Brandenburg nicht die Möglichkeit hat, dass Musterklagen verpflichtend zu führen sind, sondern es ist so, dass die Gemeinde oder der Zweckverband entscheiden kann, ob sie eine Musterklage zulassen. Und häufig führt es dazu, dass auch wenn Dinge sich als rechtswidrig erweisen, allein der Umstand, dass Bürger nicht geklagt haben, weil sie sich nicht trauen, weil sie die Monatsfrist verpassen oder weil sie irgendwo auch da nicht die Motivation verspüren, sozusagen sich in dieser Form zu wehren oder sich nicht gut auskennen, dann Dinge bestandskräftig werden, sodass schon auf diesem Wege die Verbände häufig sozusagen einen Filter bilden können, durch den bestimmte Bürger rausfallen. Und selbst wenn dann die Bescheide sie als rechtswidrig erweisen, im Nachhinein ist da schon 80%, in manchen Orten mehr, 90% auf der Strecke geblieben. Und das finden wir rechtsethisch für nicht vertretbar, dass bei häufig auftretenden, massenhaft auftretenden Rechtswidrigkeiten dann immer nur diejenigen profitieren, die sich quasi trauen und auch das Geld haben und auch die Kenntnis vielleicht haben, dort Klage zu erheben, davon profitieren. Sondern wir wollen diese Musterverfahren flächendeckend einführen. Aktuell, wie gesagt, ist es so, dass es die Gemeinde selber entscheiden kann, lässt sie Verfahren zu, in der Regel werden die nicht zugelassen. Und wir wollen eine gesetzliche Regelung verankern, die auf Wunsch von einer bestimmten Menge von Betroffenen dann Verfahren verpflichtend durchzuführen sind. Das würde dann so aussehen, dass sich also mehrere Betroffene zusammentun zu einer Musterklagegemeinschaft, Prozessgemeinschaft, die dann als Musterkläger ausgewählt wird. Und diese Musterklage würde dann dazu führen, dass quasi dieses Verfahren vorrangig behandelt wird, um dort dann als Pilotverfahren mustergültig für alle durchexerziert wird, mit der Folge, dass danach feststeht, ist eine Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns gegeben oder nicht. Die Vorteile liegen auf der Hand. Erstens, für die Bürger entsteht eine deutlich geringere Kostenbelastung. Die Prozessgemeinschaft teilt sich die Anwalts- und Gerichtskosten. Die anderen Bürger werden so lange in die Warteschleife sozusagen gestellt, also beziehungsweise das Verfahren wird ruhend gestellt. Für die Gemeinde ist klar, dass nicht 10, 20, 30, 1000 Prozesse geführt werden müssen, sondern ein Musterprozess, und auch die Gerichte werden dadurch entlastet. Das heißt, die Vorteile liegen prozessökonomisch ganz klar auf der Hand, auch kostmäßig auf der Hand. Und selbst wenn, wie wir es in der letzten Diskussion im Landtag erlebt haben, die Landtagsfraktion sich aktuell, die Mehrheit zumindest, nicht bewegen möchte, was eine Entlastung der Bürger im Finanziellen anbelangt, also wie wir das letzte Mal beantragt haben, Mitbestimmungsrechte, Kostensenkung, solche Sachen. Hier geht es nicht darum, das materielle Recht zu ändern, sondern lediglich ein prozessuales Entgegenkommen den Bürgern zu ermöglichen, um somit die Scheu, die manche verspüren, davor Gerichtsprozesse zu beschreiten, den Menschen auch zu nehmen, um auf diesem Wege ihnen auch die Möglichkeit zu geben, sich zur Wehr zu setzen, ohne immer gleich jeder für sich genommen Anwaltskosten, Gerichtskosten aufzuwenden. Weil das Risiko ist ja klar, wenn 1000 Leute gleichzeitig klagen und die Sache sich als rechtmäßig erweist, dann mussten die 1000 Bürger natürlich in finanzielle Vorkasse gehen, und das kann schnell eine vierstellige Summe werden. Und so wird verhindert, dass aufgrund von prozessualen, kostenmäßigen Risiken die Überprüfung der Rechtmäßigkeit hinten angestellt wird. Und insbesondere wird damit vermieden, dass wieder zu solchen Situationen kommen wie im Fall der Altanschließer, wo aktuell zumindest ungefähr die Hälfte der Betroffenen deswegen in die Röhre guckt, weil sie auf die Ansagen der Kommunalpolitiker mancher Parteien vertraut haben, klagt doch nicht, es ist ihr alles rechtmäßig. Und die sich getraut haben, die bekommen ihr Geld zurück. Und die anderen, obwohl sie genauso betroffen sind, ist das nicht der Fall.
Und nun ist es im deutschen Verwaltungsverfahrensrecht natürlich immer so, es gibt Bestandskraft, es gibt Rechtssicherheit, es gibt Rechtsklarheit und irgendwann ist ein Verfahren zu Ende. Das ist klar. Aber hier geht es darum, dass von vornherein betrachtet, bei massenhaft auftretenden Problemen, etwa rechtswidrige Abwassersatzungen, von denen es unzählige in Brandenburg gibt, dass dort Musterverfahren verpflichtend eingeführt werden. In Mecklenburg-Vorpommern ist das so geregelt, auch in Erfahrung der Straßenbaubeitragssituation, als auch der Abwasserbeiträge dort. Und daran soll sich diese Regelung anlehnen. Mit einem Unterschied zu Mecklenburg-Vorpommern, leider auch aus der Erfahrung in Brandenburg, nämlich, dass die Auswahl der Musterkläger nicht die Gemeinde alleine treffen kann. Das ist auch eine kleine Unkultur, die so sich Raum greift, dass dann gesagt wird, okay, wir stimmen dem Musterverfahren zu, aber wir als Gemeinde suchen uns den Musterkläger aus, der das Verfahren dann natürlich nur teilweise mit nur halber Flamme führt und der dann als Muster für andere gilt. Das wollen wir vermeiden. Und deswegen ist in diesem Vorschlag, liest sich etwas kompliziert, geregelt, dass also die Prozessgemeinschaft, die betroffenen Musterkläger auch hier Mitsprache haben sollen bei der Auswahl des Musterklägers. Wir verstehen diesen Antrag als Teil unserer Kaskade an Anträgen auf dem Weg zur Entlastung der Bürger im Bereich der Schließungsbeiträge. Sie wissen, wir haben in der vorletzten Sitzung eingebracht die Einführung des Benauer Modells beziehungsweise eine rechtssichere Anwendung der Abgrenzung der Schließungsbeiträge, Ausbaubeiträge. Jetzt kommt das. Als nächstes werden wir eine Diskussion aufwerfen zur Abzugsfähigkeit von Straßenbau, Erschließungsbeiträgen im Bereich der Steuererklärung der Bürger, bis hin dann zu konkreten Anträgen zur Änderung des Gesetzes, Überleitung des Bundesrechts in Landesrecht. Und um dieses Thema zu vertiefen und auch die Hinweise aus der Bevölkerung noch intensiver aufzugreifen, werden wir auch in der kommenden Woche als BVB Freie Landtagsfraktion unsere erste Infotour im Land starten. Es wird 30 Informationsveranstaltungen im gesamten Land geben, in allen Landkreisen wird die Halt machen zu unserer Antrags- und Aktivitätskaskade im Bereich der Schließungsbeiträge. Ganz klar eine Fortschreibung unserer Volksinitiative Straßenausbaubeiträge abschaffen. Die ersten Termine werden sein nächste Woche in Beelitz, Potsdam-Mittelmark, Panketal, Barnim, Brandenburg an der Havel und Prenzlau. Das sind die ersten Orte, wo wir Halt machen. Insgesamt, wie gesagt, 30 Standorte wird es geben, wo wir dieses Thema, welches den Bürgern unter den Nägeln brennt, auch in Zusammenarbeit mit den Gemeindefraktionen natürlich vorantreiben wollen, mit der Zielsetzung, hier auch eine signifikante Entlastung der Bevölkerung auch bei den Erschließungsbeiträgen hinzubekommen. Und Sie sehen das vielleicht, das ist nicht mit der groben Kanone geschossen, einfach mal so sagen, abschaffen und sofort, sondern wir arbeiten hier minutiös von Monat zu Monat die einzelnen Problembereiche aus, weisen auf die Probleme hin, sensibilisieren dafür. Ich glaube, das ist schon gelungen. Die Koalition für die Probleme, auch wenn natürlich Mehrheitsverhältnisse gegeben sind, wie sie gegeben sind, aber in Zusammenarbeit in den Kommunen mit der Bürgerschaft jetzt auch hier in dieser Infotour, die sich über 7 Wochen an 30 Standorten erstrecken wird, ein sehr intensives Programm sein wird. Vor allem auch von mir vor Ort dann mal vorgetragen bei diesen Versammlungen, wollen wir dieses Thema so ins Bewusstsein der politischen Öffentlichkeit auch rücken, dass wir dort ein ähnliches Ergebnis erzielen wie vor einiger Zeit bei den Ausbaubeiträgen.